Nominiert in der Kategorie Bester internationaler Comic, Der Magnet von Lucas Harari, Übersetzung Christoph Schuler, Edition Moderne. Thermen sind Orte, an denen man loslässt und beobachten kann, wie sich die Zeit auflöst. Ganz ähnlich kann es einem mit der Graphic Novel Der Magnet ergehen. Lucas Harari erzählt von einem düsteren Geheimnis, das die Felsentherme im schweizerischen Gebirgsort Wals bergen soll. Harari lässt seine Geschichte 2013 spielen, doch schon bald beschleicht einen das Gefühl, man würde eintauchen in einen Klassiker à la Blake und Mortimer. Alles beginnt mit der Reise des Pariser Architekturstudenten Pierre nach Vals, wo er das vermeintliche Rätsel der Therme ergründen will, dieses gefeierten Meisterwerks der modernen Architektur. Immer tiefer taucht Pierre ein in die geschlossene Welt des Bergdorfes inmitten verschneiter Wälder. Harari folgt ihm in großformatigen Panels im Stil der Linie Claire. Er verstärkt die wie aus der Zeit gefallene Atmosphäre durch die Reduktion auf Schwarz, Rot und Blau als Farben und er lässt immer wieder allein die Bilder sprechen. Der Magnet ist Lucas Araris erste Comicveröffentlichung und auf Anhieb imposant geraten.